Zweitkanal abonnieren nicht vergessen. Jetzt einfach bei YouTube eingeben P-I-J-E-Y. Irgendwelche Sachen abgestellt. Alte, vertrocknete Pflanzen am Start. Jawohl. Hier geht tatsächlich noch das Licht. Hier in diesem Treppenhaus ist noch so ein Automat. Alter, was ist denn hier los? Spieler, Ergebnis, Pfeile, Extras und eben diese Kegelbahn hier. Und dann werden wir jetzt hier eine richtig schöne Kegeltour veranstalten. Und hier brummt's wie Hulle, weil diese Lagerräume einfach noch funktionieren. Ah ja! Heute mal mit Warnweste. Es ist völlig absurd, was hier schon wieder abgeht. Und hier sieht man mal kurz das Haus. Da Harald sich heute gedacht hat, er geht wirklich in kompletter Montur. Habe ich keine Lust, ihn andauernd draufzunehmen. Dachte aber auch, ich brauche heute auch mal eine Weste. Die lag hier noch so ein bisschen im Auto. Und jetzt befinden wir uns hier in einem ziemlich krassen Hotel. Es wird eine schnelle Nummer, wir können ja nicht so lange bleiben. Es wird auch gerade schon dunkel. Vorhin hat hier noch das Licht geleuchtet, das ist jetzt witzigerweise wieder aus. Alter! Oh Gott, ey, bei sowas müsst ihr richtig aufpassen. Hier drunter ist so eine richtige Wassergrube am Start. Da sind überall irgendwelche Sachen abgestellt. Alte, vertrocknete Pflanzen am Start. Ja, und dieser Weste fällt man natürlich überhaupt nicht auf. Es ist ein kleines, spaßiges Video an diesem wunderschönen Sonntag. Und da könnte man doch diesen Spaß eigentlich auch mal mit einer kleinen Rutschpartie beginnen, oder? Boah, ich glaube, die kippt um. Das wird leider nichts mehr. Gucken wir lieber weiter, was das Haus so zu bieten hat. Hier gibt es eine schöne Rollstuhlrampe und nochmal irgendwie so ein Vorhaus. Man muss dazu sagen, dass da vorne direkt Wasser am Start ist. Auch dort an der Seite ist alles See letztendlich. Und das hier, ja, hier standen bestimmt mal so Tische immer in diesen Heckenumrandungen. Und hier vorne vielleicht auch noch. Da gab es sogar eine Dampferanlegestelle. Also das war hier richtig so ein Tourismusding. Was jetzt aber anscheinend seit Jahren so dasteht und nichts mehr damit passiert. Da drin leuchtet auch schon Harald irgendwie wild umher. Deswegen wollen auch wir mal schnell rein. Ich glaube, die meisten sind gerade unten, deswegen gucke ich mal direkt, ob wir vielleicht diese Feuerwehrleiter hier nach oben kommen. Hoch die Feuerwehrleiter, jetzt bin ich wirklich der absolute Leuchtturm hier. Ein kleines Spezial hier in diesem Haus ist wirklich dieses unfassbar riesige Dach. Jetzt gucken wir mal, ob hier irgendwie offen ist. Ach, Tür geht sogar auf. Die machen wir am besten mal schnell wieder hinter uns zu, dass hier keiner reinkommt, der hier nicht rein soll, um uns irgendwie zu stören. Da unten ist gerade auch schon das Licht angegangen und draußen wird es wirklich langsam dunkel. Das Licht hier oben geht auf jeden Fall gerade nicht. Ich weiß aber eben, dass hier grundsätzlich Licht funktioniert. Machen wir einfach mal Lumos das Licht an und gucken mal. Hier geht es nach oben und in die Zimmer, in dem Falle Zimmer 108. Jawohl, hier geht tatsächlich noch das Licht. Das ist schon wieder so ein Ding, wo man sich echt fragt, woran hat das jetzt wieder gelegen, ne? Hier auch diese typischen Teile hier, bitte nicht stören. Bett ist nicht mehr gemacht. Das hier dürfte ja dann auch funktionieren, ja, natürlich. Jetzt guckt euch das mal wieder an, bitte. Hier oben die Deckenleuchte funktioniert, da hinten die Leselampe und selbst die Heizung ist leicht an. Und jetzt hier im Bad geht's natürlich auch. Wenn jetzt noch das Wasser gehen würde, dann wär's das wirklich komplett. Dusche ist am Start. Alter! Es geht tatsächlich. Ich glaub's nicht. Krass. Man könnte sich jetzt einfach hier so ein Glas voll mit Wasser machen. Föhn geht. Also das ist schon wieder so eine Location, wo man sich echt fragt, woran hat's gelegen. Ich meine, hier könnte man einfach ganz entspannt auf Klo gehen. Hier ist noch Klopapier am Start. Spülung funktioniert ganz normal. Es ist letztendlich einfach nur ein Hotel, was gerade keine Verwertung, keine Nutzung mehr findet, weil es vielleicht keinen Besitzer mehr gibt, der Besitzer ja, hier weggegangen ist, weil es sich nicht mehr gelohnt hat und so weiter und so weiter. Die Gründe sind vielfältig, warum so ein Ding hier nicht mehr ja, genutzt wird. Naja, machen wir das Licht wieder aus. Ihr kennt es ja inzwischen auch so ein bisschen schon, was so die Gründe sein können, warum sowas eben mal verlassen wird. Jetzt sind wir wieder in der Dunkelheit. Gott sei Dank haben wir diesen Zauberstab hier, womit man sich jetzt zum Beispiel
diese Bücher angucken kann. Das sind sicherlich so Bücher, die man sich als Hotelgast ausleihen konnte. Hier oben scheint auch noch irgendwie so ein WLAN-Verstärker zu sein, der da oben aus dieser Box kommt. Keine Ahnung, ob das noch funktioniert. Na, von hier aus geht's hier zur nächsten Tür. Auch nochmal ein Zimmer, diesmal ein Zweibettzimmer. Licht geht hier natürlich auch wieder komplett. Alter! Und sogar der Fernseher ist noch an. Kein Signal, aber wir haben ja hier die Fernbedienung. Wir können ja einfach mal durchklicken, ob hier irgendwas passiert. Laut und leiser, da tut sich aber überhaupt nichts. Hier sind sogar noch Gläser am Start und irgendwie ist das alles halt so dermaßen unberührt. Auch das Bad ist hier im gleichen Zustand wie das nebenan. Licht wieder schnell aus. Da drüben sind nämlich tatsächlich Wohnhäuser. Da müssen wir echt ein bisschen aufpassen. Das ist jetzt schon eigentlich viel zu auffällig. Ja, und jetzt geht es diesen dunklen Gang weiter entlang. Hier geht halt leider das Licht nicht. Hier kommen immer wieder Hotelzimmer, Hotelzimmer, Hotelzimmer. Hier teilt's die Matratzen irgendwie weg. Aber das Ganze auf jeden Fall grundsätzlich in einem extrem guten Zustand. Auch Schimmel oder sowas gibt's hier eigentlich überhaupt gar nicht. Riecht hier einfach wie in einem Hotel. Hier ist auch noch so ein Raum im Gang mit irgendwelchen... Ah, guck mal, hier ist die Hauptverteilung. Vielleicht liegt's daran, dass hier das Licht im Gang nicht angeht. Machen wir doch alles mal an. Dann sollte hier auch wieder was funktionieren. Ja, jetzt haben wir Licht. So sieht das nämlich aus. Warum ist hier Licht an? Hallo? Hallo! Was machst du hier? Ich habe nämlich heute dem Harald die Haare rasiert. Da bin ich leider so ein bisschen ausgerutscht. Ein absolutes Chaotenvideo, kann man so sagen. Alter Leute, übelst krank. Jetzt weiß ich auch, woher das kommt. Hier in diesem Treppenhaus ist noch so ein Automat, der normalerweise Süßigkeiten beinhaltet hat. Und der leuchtet jetzt sogar. Man könnte jetzt also hier so eine Nummer, der ist kaufbereit. Eine Nummer A. Na, jetzt müsste man eben Geld reinmachen. Und dann käme hier rein theoretisch was aus. Also diese Location nimmt auf jeden Fall so langsam Fahrt auf, würde ich mal sagen, wenn erstmal das Licht an ist. Lasst auf jeden Fall mal einen Kommentar da, ob ihr das hier viel zu chaotisch findet, ob ihr das respektlos findet und so weiter. Ehrlich gesagt ist mir das auch recht, wenn ihr das sagt, wenn es solche Videos nicht mehr geben soll. Ich persönlich muss sagen, habe echt Spaß an solchen extremen Sachen. Auch wenn die unter Umständen demonetarisiert werden von YouTube. Ja, das kann unter Umständen halt wirklich passieren. Ist halt ein bisschen extremer, ne? Sehe ich vollkommen ein. Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Seht ihr das genauso oder habt ihr Bock, sowas öfter zu sehen? Eins in Chat, wenn ihr Bock habt, sowas öfter zu sehen, dann sorge ich dafür, würde ich sagen. Dann gibt es hier mehr von diesem wunderbaren Format mit frisch f***enden Sachen. Licht mal kurz aus. Hier sind wir in der ganzen Wohnung. Okay, das ist auf jeden Fall auch wieder was, womit ich nicht gerechnet hätte. Hier ist ein ziemlich schickes Bad mit drin. Hier geht natürlich auch noch das Wasser ganz normal. Dusche am Start. Diese Wohnung konnte man unter Umständen auch mal mieten. Hier ist so ein kleines Schlafzimmer. Oh, sogar noch mit Kleiderschrank. Vielleicht war das hier ja sogar die Wohnung von dem ehemaligen Besitzer dieses Hotels, dass der hier oben gelebt hat. Mit einem schönen Blick, wenn man hier rausgeguckt hat, morgens zum Wasser. Ich würde sagen, gehen wir jetzt mal ganz nach unten, da wo dieser Automat stand, und gucken uns wirklich die anderen Räume an. Das ist nämlich, glaube ich, auch nochmal ziemlich interessant. Und unten beginnt ja letztendlich sowieso auch erst der große Hotelteil, wo, glaube ich, noch ein paar interessante Sachen auf uns warten sollten. Also ab nach unten. Übrigens ist da oben, fällt mir gerade auf, so ein kleiner Melder am Start. Keine Ahnung wozu. Der blinkt auch und hat mich die ganze Zeit auf dem Schirm. Sollten wir auf jeden Fall im Auge behalten. So, ab nach unten. So, und schon sind wir wieder an diesem geilen Automaten, ey. Der ist wirklich der absolute Wahnsinn. Und gehen jetzt die Treppe hier nach unten. Das große Treppenhaus. Und hoffen mal, dass dieser da oben nichts großartig für uns zu bedeuten hat. Sonst müssen wir nämlich gleich mal rennen. Und die werden sich wundern, wenn hier jemand mit Ikea-Weste durch die Alter, was ist denn hier los? Okay, das ist schon wieder Aufregung pur hier. Ich weiß gar nicht mehr, wo mir der Kopf steht gerade hier. Aber was ich jetzt da hinten sehe, ist absolut krank. Ja, wir kommen hier in unsere Bowlingbahn, unsere hauseigenen Bowlingbahn. Hier steht Hotelrezeption. Da vorne kann man schon so ganz leicht erkennen, da ist wirklich eine Bowlingbahn. Und ich hätte jetzt ganz gerne einfach mal ein paar, ey, sag nicht, da geht sogar noch dieser PC. Da steht, Kasse ist gesperrt, aber da geht wirklich noch der Computer. Okay, ich hätte ganz gerne einmal Schuhe in der Größe 44. Könnt ihr passen? Und mit diesen Schuhen hier gehen wir jetzt da vorne kegeln. Ey, Leute, das habe ich wirklich so in der Form noch nie erlebt. So Leute, dann ziehen wir mal die Schuhe um. Man braucht ja für gewöhnlich auf der Kegelbahn auch die passenden Schuhe. Und dann werden wir jetzt hier eine richtig schöne Kegeltour veranstalten. Und falls wir jetzt gleich flüchten müssen, muss ich im absoluten Ernstfall mit den Kegelschuhen flüchten. Das hilft ja alles nichts. Ich hoffe nur, ich kann meine eigenen Schuhe noch irgendwie mitnehmen. Also Leute, ab auf die Kegelbahn.
Also diese Schühchen stehen mir doch wirklich top. So, und jetzt haben wir hier ohne Scheiß sogar so eine Einstellung. JNJ steht jetzt hier, Spieler, Ergebnis, Pfeile, Extras und eben diese Kegelbahn hier. Jetzt ist halt so ein bisschen das Problem, dass ich keine Ahnung habe, wie man das Ganze einstellt. Da vorne stehen jetzt 5 Kegel parat und ich werde jetzt einfach mal versuchen. Achso, hier gibt es übrigens noch Hinweise. Jeder Spieler spielt nur mit einem Ball. Das Betreten der Anlauffläche ist ausschließlich mit Bowlingschuhen erlaubt. Würde ich sagen, erfülle ich hier voll und ganz. Keinen Ball spielen, wenn die Schranke heruntergelassen ist. Okay, die sind alle oben. Das heißt, let the show beginning, man. Nehmen wir uns einmal, na, welche Kugel nehmen wir? Rein optisch ist die hier geiler. So, also die Kugel. Und jetzt positionieren wir uns. Ah ja. 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 Keinen einzigen getroffen. Alter, geiler Scheiße. Das ist unglaublich, Leute. Ich sitze jetzt hier einfach auf so einer aalglatten Kegelbahn. Wir haben halt auch theoretisch die Möglichkeit, hier vorne so ein bisschen was einzustellen. Da stehen auch noch irgendwelche Kegel bereit. Hier hat es nämlich Kegelschuhe und noch so ein paar weitere Kegel. Und halt diese Tastaturen hier. Da kann man halt auch irgendwas, man hört es ja, es tut sich was. Aber wir wissen halt nicht, wie diese Bildschirme da vorne funktionieren. Hier kann man halt auch irgendwie, da tut sich halt irgendein Geräusch, was sich erstmal anhört, wie so ein Alarm. Aber keine Ahnung, wie das Ganze hier geht. Hier sind halt letztendlich auch noch alle Schuhe am Start. Größe 43 zum Beispiel. Die ganzen Bowling-Schuhe hängen hier schon halb aus dem Regal raus. Aber alleine der Fakt, dass das hier sowieso funktioniert, ist einfach unglaublich. Von dieser Rezeption hier gibt es tatsächlich nochmal so einen Harald, der da richtig, ja, was auch immer tut. Und diesen uralten Staubsauger. Hey. Unglaublich, Leute. Und der Staubsauger funktioniert sogar richtig gut. Das sind so Bilder, da fragt man sich wirklich, woran hat's gelegen? Naja, machen wir ihn mal lieber schnell wieder aus. So, okay. Wenn man jetzt hier nochmal an dieser krassen Kegelanlage vorbeigeht, dann kommt man hier, glaube ich, in den Hauptwintergarten. Ja, definitiv. Boah, das ist auf jeden Fall mächtig hier. Hier riecht es tatsächlich auch ein bisschen schimmeliger als im Rest dieses Hauses. Hier ist tatsächlich eine große Bar. Es kommt halt noch schön viel Licht von oben. Das macht das Ganze auf jeden Fall zum Film erträglich. Aber die Taschenlampe haben wir ja hier im Notfall auch noch. Und hier findet man auf jeden Fall so richtig viele Schilder, wo sowas draufsteht wie Sanddornprodukte auf der Insel Hiddensee gemolken und im Haus frisch bereitet. Hier ist ja auch noch zum Beispiel der komplette Zapfhahn am Start. Und in Kombination mit diesem Wintergarten ist das schon eine ziemlich edle Nummer. Bier ist da allerdings nicht mehr angeschlossen. Da kommt nichts mehr raus. Man könnte jetzt hier nochmal gucken, ob man das Licht irgendwie ankriegt. Ah ja. Dann geht hier tatsächlich die komplette Beleuchtung im Wintergarten noch. Alter, da draußen ist ein Boot. Da draußen ist ein Boot, Leute. Da draußen ist ein Boot. Da kommt noch ein Boot. Was zum Teufel geht denn jetzt hier ab? Geht der an? Geht mal weg vom Eingang da. Kann ja gut sein, dass die heute geangelt haben und jetzt wiederkommen von der Angeltour. Aber irgendwie. Okay, okay, okay. Übrigens ist hier die Feuerleiter, wo wir hoch sind. Ganz am Anfang. Ist jetzt auch schon wieder eine ganze Weile her und alles draußen fast dunkel. Ach, und hier gegenüber befindet sich auch noch eine alte Eiskarte, wo es hier den Klassiker Kaktus gab und Möwenpick und so weiter und so weiter. Das wurde dann alles hier in diesen Regalen gelagert. Salzstreuer und so weiter. Vor allem eben, um dann hier auf den Terrassen speisen zu können. Wenn man hier vorsichtig weitergeht, kommt man nochmal in einen größeren Raum. Und da vorne ist ein beleuchtetes Haus und da liegt ein Boot. Das könnte sogar der Ort gewesen sein, wo der angelegt hat. Wisst ihr auch warum? Weil der so eine Kurve gefahren ist. Der kam von da hinten, ist hier lang und hat da hinten safe angelegt. Boah, wir sollten hier auf jeden Fall diesen Raum wieder möglichst schnell verlassen. Und uns vielleicht lieber nochmal die alte Küche ansehen, die auch noch fast vollständig erhalten ist. Wir haben hier auf jeden Fall einen Ofen. Der ganze Boden hier klebt auch wie Sau. Hier das alte Frittenfett noch drin. Mikrowelle gab es hier natürlich auch. Gewürze, Rosmarin und so weiter. Ich meine, hier gab es sicherlich mal gutes Essen, aber es muss ja, meistens gibt es immer verschiedene Gründe, warum sowas ist. Einerseits, klar, haben wir gerade gelesen, Krankheit, aber es gibt sicherlich auch noch weitere Gründe, die dazu geführt haben. Ah, hier ist diese Durchreiche. Und die Eisgläser, schaut mal, richtig schöne Eispötte. Da isst man doch gerne sein Eis draus, so einen schönen Erdbeerbecher zum Beispiel.
Pfirsich-Melba-Becher. Ach so, die hatten hier für verschiedene Eissorten auch verschiedene, hier ist der Kinderbecher zum Beispiel, verschiedene Becher. Der Nussknacker, der wurde hier drin zum Beispiel gereicht. Sieht immer noch so krass aus, von der Küche aus da hinten das Licht zu sehen. Vielleicht geht ja hier nochmal irgendwas. Lichtschalter? Ah, da tut sich was. Licht geht. Schreibt es mal in die Kommentare. Ist es für euch auch so spannend wie für mich, hier irgendwie rumzugeistern und nicht zu wissen, was hier passiert? Hier haben wir tatsächlich auch nochmal so einen Sicherungskasten. Alter, der Kühlraum geht, Leute. Was? Ja, es wird kalt, es wird kalt. Hier waren die Lagerräume für Fleisch und Milchprodukte und so weiter. Und hier brummt's wie Hulle, weil diese Lagerräume einfach noch funktionieren. Ey, es ist einfach komplett abgefahren, komplett abgefahren. Na gut, machen wir die am besten mal wieder aus. Weil die sollen hier nicht die ganze Zeit brummen, das ist ja eine absolute Energieverschwendung. Das ist es ja hier im Hotel teils sowieso schon die ganze Zeit. Ach, hier auch wieder das Licht aus. Wir haben ja die Taschenlampe. Na gut, machen wir alles aus. Licht aus. Und nun verlassen wir diese ziemlich krasse Location wieder. Nach draußen. Oh, endlich wieder an der frischen Luft, Leute. So ein bisschen muffig war es hier unten dann doch. Tür zu. Ich würde sagen, wir sind im Auto angelangt und zwar bei diesem ehrenwerten jungen Mann. Also, in dem Sinne würde ich sagen, schreibt eure Meinung in die Kommentare zu diesem Place in Anführungszeichen. Bleibt froh und gesund, lebt euer Abenteuer und bis zur nächsten Location. Euer Bijou Adventure. Ciao. Tschüss.